Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Kennen Sie diesen Herrn hier? Das ist unser Innensenator in Berlin, ja, der Herr Geisel. Na, ob der was auf dem Kerbholz hat? Das wird sich noch herausstellen. Also wer Koronisten verharmlost, der steht ja heute schon nicht mehr auf der richtigen Seite. Aber ja, warum? Na ja, gut, weil die ganze Zeit permanent Bürgerrechte einschränken. Und wenn man sie mal dazu befragen möchte, ja, warum denn und ob das so weitergeht und wann denn endlich Schluss ist damit und so, dann hauen sie einfach ab. Und das steht hier auf der ersten Seite. Also ich beglückwünsche Captain Future ausdrücklich zu dieser Aktion. Ja. Ich freue mich, dass er auf der ersten Seite gelandet ist. Es gibt keine schlechte Werbung. Egal, was diese Medien auch immer über einen schreiben, es wird drüber nachgedacht, was denn das Anliegen dieser Leute sein könnte, die denn den Herrn Geisel bei einem Wahlkampfauftritt besuchen. Und damit sie sich selbst ein Bild machen können, unabhängig von gemeiner Berichterstattung zum Teil, hänge ich hier mal ein paar Videos von Captain Future hinten dran. Und ich wünsche fröhliches Schmunzeln. Wir gehen jetzt zum Wahlkampf von Andreas Geisel, unserem Innensenator in Berlin, von dem wir nicht allzu begeistert sind. Der möchte sich jetzt allen Ernstes wiederwählen lassen. Aber den werden wir jetzt mal ordentlich in die Suppe spucken. Geisel macht vor gar nichts halt. Nicht mal Polizeigewalt. Geisel macht vor gar nichts halt. Nicht mal Polizeigewalt. Geisel. Wie geht's Ihnen denn? Auf jeden Fall Informationen. Ja, ich bin für alle Informationen offen und natürlich auch für Dialog. Ich würde gerne wissen, mich auch, wie Sie dazu stehen, zu den beiden Sonderermittler, dass Sie jetzt hier in der UN stehen, dass Sie jetzt ermittelt werden oder die Polizei in Berlin. Dass jemand zu Tode gekommen ist am 1.8., wie stehen Sie dazu? Alles gut. Das war eine Frage, wir warten auf die Antwort. Ich kann mit mir reden, ich tue Ihnen nichts. Sie stehen doch hier zum Dialog, oder? Wir sind doch hier im Bürgerdialog, nicht wahr? Wir sind Ihre hier, Bürger. Um mit dem Bürger zu reden. Und jetzt bin ich hier und möchte mit einem Bürger dieses Landes, ein ordentlicher Bürger, immer gewaltfrei, Pazifisten, im Gegensatz zu Ihrer Polizei, die hier mit aller Härte und Brutalität gegen friedliche Demonstranten vorgeht. Frauen wie ich werden in Handschellen gelegt, weil sie keine Maske tragen. Und es ist auf ihren Befehl hin. Wird ein hartes Durchgreifen gegen Menschen wie mich befohlen. Das ist aber nicht mehr ernst. Junge Leute, alte Leute werden zu Boden gepresst. Warum nennen Sie nur bitte Antworten darauf? Das war eine ganz klare Frage. Sie werden nicht so feige sein, jetzt nicht zu antworten, oder? Nicht einpacken, hier nicht abhauen. Wir sind das jetzt ist total im Dialog. Feige. Wir sind jetzt im Dialog hier. Das ist ein Dialog. Ich werde hier einfach weggeschubst. Ich soll gehen. Ja? Das kann nicht wahr sein. Wie werden Sie hier denn? Zu dem Einsatz des UN-Sonderermittlers. Wir möchten mit Ihnen diskutieren. Ganz friedlich und sachlich. Ja? Wir sind friedliche Bürger. Nein, ich möchte mit Herrn Geisel sprechen. Herr Geisel ist auf allen Plakaten zu sehen. Da möchte ich mit ihm sprechen. Ja? Geisel ist am Arsch. Wasserwerfer Marsch. Geisel ist am Arsch. Wasserwerfer Marsch. Geisel ist am Arsch. Da kommt die Nummer wieder, aber nicht den Polizisten wieder über die Füße fahren. Geisel ist am Arsch. Wasserwerfer Marsch. Geisel ist am Arsch. Wasserwerfer Marsch. Geisel ist am Arsch. Wasserwerfer Marsch. Geisel ist am Arsch. Die peinlich! Und das ist jetzt hier der Bürgerdialog, oder was? Ich mach mich tot, feige, haut ab! Komm mal, kritischer Bürger, stellt eine unangenehme Frage, komm zu den Limousinen und holt ihn ab, ja? Das ist die SPD, ja, vielen Dank auch. Und das ist Demokratie. Ich lach mich tot. Super. Einfach haut er ab, weil er feige ist. Ihr Schöpfer mit diesen ein Menschen. Ein feiger Mensch! Ich hab keine Antworten! Keine Eier! Nee. Keine Eier! Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann! Klingelingeling, kommen Sie!
die alle, alle an die Eier ran. Das sind die allerdicksten Dotter, die man jemals sah. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Mayday, Mayday, hier spricht Captain Future von der Erde. Ich rufe alle Superhelden dazu auf, am 28. und 29. August 2021 nach Berlin zu kommen. Dieser Planet steht kurz vor dem großen Erwachen, doch die bösen Mächte versuchen mit fiesen Tricks und Panikmache das zu verhindern. Wir brauchen dich. Hilf uns, unsere Grundrechte und unsere Freiheit zurückzugewinnen. Möge der UN-Sonderermittler mit uns sein.